Und willkommen zurück bei Minecraft. Wir sind hier immer noch beim Ausbau des Podestes von dem Portal und werden hier mal ein bisschen Zäunchen ziehen. Wegen der Sicherheit und so. Muss ja auch mal sein. Ja, auf der Treppe muss man halt aufpassen, dass man nicht runterfliegt, aber ich hoffe einfach mal, dass keiner so doof anstellt. So, das hier kann weg an sich. Und das hier ist auch doof. Das kommt hier sowas rein. So muss ein gewisser Stil gewahrt werden. So, na bitte. Dann können wir hier oben weitermachen mit Zäunchen. Na gut, eigentlich müsste ich mir eine Schippe schnappen. Das hier wegmachen. Das hier wegmachen. Dann das da wegmachen, das da wegmachen und das da wegmachen. Und dann müsste ich das hier machen, das da machen und sowas hier machen. Dann das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier und das hier. Ja, so kann man das machen, würde ich sagen. Und dann auch hier so. Und das gleiche müsste ich eigentlich auch an der Seite machen. Bloß hier habe ich halt das Problem, dass ich eigentlich schon hier abgeschlossen habe. Ach, da muss ich halt alles wieder nach eins nach vorne versetzen. Das sieht aber auch wieder doof aus. Tja. Tja, was ist zu tun? Wenn ich das einfach so ein bisschen unstilistisch um die Ecke fake, wäre das in Ordnung? Nee, warte mal. Die Treppen verbinden sich ja neuerdings auch so ein bisschen, wenn man die so dran tut. Wenn man die richtig dran tut. Hallo? Ignorierst du mich gerade? Mensch, so und so. Ja, also schön ist es nicht, zugegebenermaßen. Aber vielleicht eine Lösung. Und dann vielleicht noch. Wartet mal. Das so hier machen. Ha, das ist jetzt wirklich nicht schön, aber mal gucken. Ich meine, so oft würde auch keiner hingucken. Aber ich habe, das würde jetzt alles zerstören. Also die komplette Symmetrie. Wenn wir hier noch irgendwas dazu basteln würden. So kommt der, geht der Zaun halt hier rum. Und geht dann hier hoch, so wie hier drüben. Ich denke, das wird akzeptabel sein. Man kann sich ja drüber aufregen, kann man gerne machen, aber dann soll man auch eine bessere Lösung parat haben. So. Zack, 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 zack. Ich habe gerade Lust auf saure Eier, ich weiß nicht warum. Es ist 22:30 nachts und ich habe Lust auf saure Eier. Egal. So, na bitte. Ja, also geht eigentlich. Sieht natürlich nicht so schön aus, aber man muss auch für Kompromisse bereit sein. So, jetzt sind wir hier draußen alles schön zu. Dann komme ich nicht mehr runter und weiß nicht, wie ich dann da unten das ausbauen soll. Weil das Podest schwebt hier noch so ein bisschen in der Luft rum. Das ist nicht so schön. Das Portal geht mir etwas auf die Nerven. So. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie mache ich denn das? Was? Warum kommt dieser bekloppte Zombie-Pikmin jetzt da durch? Geht er auch wieder zurück? Naja gut, solange es so Zombie-Pikmin sind und keine Gas, da geht das ja noch. Na egal. So, das Podest muss noch abgestützt werden. Da sollte ich mir irgendwas Einheitliches überlegen, sonst sieht das nämlich auch wieder doof aus. Habe ich noch genug Treppen da? Ich habe keine Treppen mehr da, das ist auch doof. Ich würde sagen, ich ziehe mal außenrum einfach einen Ring aus Treppen und werde den Rest dann entsprechend gestalten. Wow, das war gerade etwas knäpplich. Steht ja so ein ekelhafter Zombie-Pikmin rum. Was ist denn das für ein Quatsch? Da setze ich einfach einen Eisengolem als Wache hin und da können sie mal sehen, was sie tun.
wollte ich sowieso mal irgendwann einen bauen, Eisengolem, deswegen habe ich mir überhaupt die Kürbisse besorgt. Naja. Ich baue erstmal ein paar Steinmauertreppen, Mauersteintreppen, wie auch immer. Und werde das ganze Podest da oben ein bisschen umgrenzen. So, so, so. Ich glaube, ich verwurste gleich meinen restlichen Stein, den ich hier so da habe. Weil Treppen kann man nie genug haben. So. Stein ist ja auch schon wieder in Arbeit in unserem Dorf, also alles kein Problem. Sieht zwar alles ziemlich grau aus, aber so ist das mit Stein normal. Wenn nicht, hänge ich da noch so ein paar Fetzen dran. Nein, wenn ich hier oben Fetzen dran hänge, wachsen die bis runter. Also ich meine jetzt gerade diese Lianen-Dinger. Das wäre vielleicht nicht so geil. So, zack. Jetzt gucken wir mal, was wir da so gucken können. Wäre natürlich echt cool, wenn ich jetzt schweben könnte, aber ich kann halt nicht schweben, deswegen muss ich das mal leider bleiben lassen. So, das sieht doof aus. Wie mache ich denn das dann? Das weg. Und dann vielleicht so dran setzen? Nee. Ach, ich will schweben können. Dann muss halt hier mal ein Bauerdklotz hin, so. Dergestalt habe ich mir das vorgestellt und dann hier in die Ecke, genau. Dann muss ich das da dran setzen und wenn ich das dann da vorne dran setze, dürfte das soweit funktionieren. Also echt auch schön, dass sie sowas überlegt haben, dass sie die Treppen miteinander verbinden. Weil dann sieht es eigentlich gleich mal drei Ecken besser aus. Oder halt ohne Ecken sieht es besser aus. Wenn man es mal genau formulieren will. So, so. Das sieht doch eigentlich ganz annehmbar aus. Haben wir natürlich wieder hier ein Treckerüst, aber Treckerüste gehören auch zu Minecraft. Zumindest zu dem Minecraft, wo man nicht durch die Kante fliegt. Aber von diesen haben wir ja abgeschworen. So, wo zumindest ich. Deshalb wird das hier einfach mit Treckerüst gemacht. So. Ich habe hier zum Glück noch ein paar Steine übrig. 21 und 64. Ah, das reicht alles. Alles ganz wunderbar an der Stelle. Mache ich das jetzt so hier, ne? So, das heißt, hier wird dann quasi die Säule runtergebaut. Die setze ich mal tut mir leid, Blume, du musst weichen. So, die setze ich dann mal hier dran. Und das hier oben, ja, hier so Stein rein. Achso, das sieht natürlich scheiße aus, aber das muss ja nicht scheiße aussehen. Die machen einfach das weg und dann sieht das schon besser aus. Okay, sieht trotzdem scheiße aus. Aber sieht es auch scheiße aus? Warte mal, ich probiere mal kurz was. Das scheint ja ein Lichtproblem zu sein, was wir hier gerade haben. Wenn ich jetzt das hier wegmache, dann da oben rein eine Fackel setze und das hier zumache, dann sieht es ein bisschen mysteriös aus. Mal gucken. Und da regnet es gerade Steine runter. Hat man sowas schon gesehen? Alles sehr, sehr mysteriös. Das liegt vermutlich am Portal. Das verändert die Realität ein bisschen. So, wie mache ich das denn hier an der Stelle? Das hier raus. Hier ist mal rübergebaut. Es wird schon wieder dunkel. Mann, nerv. So, dann das da dahin, dann das da hier hin. So, schaue ich mal die Ecke ein bisschen frei, damit man was sieht von der tollen Konstruktion. Nein, keine Fackel, ich wollte das hier. So, ich mache das hier einfach fertig, egal ob es Nacht, Tag oder was auch immer ist. Ich lasse mir von keinem Viech erzählen, wann ich zu arbeiten habe. So, was ist das jetzt eigentlich? Das ist ein bisschen blödsinnig. So ist das besser. Und da wird hier halt gemauert und ist es gut. So. Warum hat Minecraft eigentlich nicht als Spruch nicht kleckern, sondern klotzen? Ja, ich weiß, weil Minecraft kein deutsches Spiel ist, aber der Spruch würde doch unbeschreiblich gut passen, würde ich mal behaupten. So, ist hier da irgendwas? Nö, da kann hier Stein rein. Und da kommt hier eine Treppe dran.
So, da kommt das ja auch weg. Dann kommt hier auch eine Treppe hin. Nicht so rum. Also ich sehe gerade wenig in der Ecke. So geht das. Dann kommt die Blume hier weg. Dann kommt das hier dran. Dann fliege ich hier vermutlich runter. So. Dann kommt hier die Treppe dran und in die Ecke kommt eine Treppe. Ist natürlich gerade sehr schön, bei dunkel auf einer schwebenden Insel rumzueiern. Wo man gerade gar nichts sieht, aber scheint eins meiner Hobbys zu sein. Wusste ich bisher noch nicht, aber macht auf jeden Fall Spaß. So, und hier machen wir den gleichen Spaß. Wir setzen einen Fackel erstmal. Ich habe noch irgendwo Cobblestone. Ich setze den Cobblestone dahin. So, mal gucken, was kann ich alles mit Cobblestone zumachen. Das hier kann ich mit Cobblestone zumachen. Das da, das da. Das hier auch. Das hier wird mit richtigen Steinen gemacht. Genau. So, jetzt muss ich mal sehen. Da kommt wieder eine Treppe dran. Warte mal. Wir haben meine Spitzhacke weggepackt. Das Schwert brauche ich sowieso nicht. Wenn mich hier irgendwas erwischt, fliege ich sowieso meilenweit in die Tiefe und werde furchtbar sterben. Deswegen brauche ich auch kein Schwert. So, dann... da dran die Treppe. Und dann muss der hier aber raus. Denn da kommt eine Treppe hin. So. Oder? Stimmt das, was ich hier gemacht habe? Doch, scheint zu funktionieren. So, da ist der hier zu viel. So, ist leider kein Zwergenbrot, deswegen kann ich damit keine Steine abbauen. So, und dann wäre das das eigentlich. Ich weiß, es sieht das hier unten noch ein bisschen knackt aus. Ich meine, ich könnte es ja einfach bis auf die Kante erweitern. Und dann stört das weniger. So, also warte mal, da muss ich aber hier so die Treppen so dran setzen. Und die letzte Treppe muss ich dann aber mal so etablieren. Ach, wisst ihr was, dann mache ich das ja auch gleich. Ja, ups. So viel Zeit muss man noch haben. Was kann ich hier? Ist das richtig? Ja, das ist auch richtig. Das ist richtig. Ich will dann... ich will einen Stein hinsetzen, ihr Knallköpfe. Na? Hallo? Danke? Ich weiß echt nicht, was der manchmal hat. So. Wie mache ich denn das am besten? Nee, eigentlich lasse ich das mal so. Aufpassen. So. So. So, so, so. Und dann auch so. Na, ich will jetzt die Treppe hinsetzen. Verteufelt nochmal. Mach ich die Treppe halt wieder weg. Die ist gerade irgendwo hingeflogen. Ich weiß es nicht wohin. Das kommt dahin und das kommt dahin. Na bitte. Ja, sieht doch auch so ganz hübsch aus. Müsste ich allerdings auch so dann auf der anderen Seite machen. Man hat hier einige Probleme, stelle ich gerade fest, wenn es um die Bauplanung geht. So, das heißt, hier müsste ich auch mit nicht vorhandenen... Doch, haha, ich habe hier alles da. Mit schönen Steinen müsste ich hier oben dran das hier setzen. Ne? Bis wohin eigentlich? Ja, bis wohin eigentlich? Das ist die Frage. Muss ich mal gerade nachgucken. Bis zu dem Klotz, wo der Pfeiler beginnt. Das heißt, der Klotz, wo der Pfeiler beginnt, ist das hier. Das heißt, hier kommt die Treppe so dran. Und hier kommt die so dran. Und dann dürfte das soweit funktionieren. Ja, das hier ist in Ordnung. Okay, jetzt würde ich mal sagen, begebe ich mich mal dann doch ins Bette, wenn ich bis dahin irgendwie mein Ziel erreiche. Die Treppe nehme ich gerne mit. So, jetzt muss ich erstmal wieder hier reinkommen. Ich habe ja alles schön mit Geländern versehen. Aber jetzt komme ich nicht mehr rein.
Ich bin ja auch so schlau. Da muss ich wieder die Aktion machen, obwohl ich die so schön finde. Ach so, und wo ich gerade mal hier bin und gerade mal kein Viech in der Nähe ist, kann ich auch gleich den Zaun hier richtig setzen. Dann sieht das alles ganz hübsch aus. Wir haben das Podest fertig. Und dann doch wieder einiges geschafft. So, Zäuni. Zauni, Zauni. So. Zack, zack. Nein, dahin nicht. Komm, weg mit dir. Dorthin und dann auch hierhin. Na bitte. Es sieht doch aus wie geleckt. Jetzt verteile ich hier noch ein paar Fackeln. Da eine Fackel. Da eine Fackel. Hier so. Jetzt ist es auch schön gegenüber. Ja, ich denke, die Entscheidung, das so zu machen, war ganz richtig. So, damit das hier noch halbwegs gut aussieht. Dann mache ich da oben noch ein paar Fackeln an den Start. Dahin und dahin. Wie viel habe ich noch? Keine mehr. Mache ich mir kurz welche. Die Zeit nehme ich mir mal kurz. So, so, so. So, 12 Fackeln dürft ihr erreichen. Da Fackel, da Fackel. Hier Fackel, dort Fackel. Fackel, Fackel, Fackel. Und dann sind wir erstmal, würde ich sagen, mit dem Podest hier drüben soweit fertig. Und wir können es dann quasi der Stadtseite widmen. Um, ja, mal überlegen, was wir da so hinpacken werden. Mal gucken, ob ich das so ein bisschen von der Seite kriege gerade. Ist natürlich gerade Nacht, aber das soll mich gerade mal nicht stören. Es leckt. Ja, ich würde sagen, das kann man eigentlich so anbieten, oder? Mal gucken, wie es bei Tag aussieht. Gucken wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich verschwinde erstmal hier in die Koje. Und wir sehen uns dann am nächsten Morgen in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahme wieder. Ich sage an der Stelle Tschüssikowski und gute Nacht.